Kapitel 4. Viel Spaß. Modul 4, Übung 3. Hey, hallo Rana. Hallo Simon, wie geht's? Gut, danke. Und dir? Bei mir ist alles okay soweit. Hab ein ziemlich schönes Wochenende gehabt. Ach ja? Was hast du denn gemacht? Ja, war im Kino und so. Das Lustige war, dass es ein Überraschungsabend war. Iris hat mir das vor ein paar Monaten zu meinem Geburtstag geschenkt. Und am Wochenende habe ich das Geschenk dann endlich eingelöst. Das war echt aufregend. Und? Was habt ihr angesehen? Ja, warte. Immer schön der Reihe nach. Also, erst waren wir im Park spazieren. Wir haben uns schon um 5 getroffen. Dann sind wir sehr lecker essen gegangen. In dem neuen Lokal direkt neben der Hauptpost. Das war wirklich super. Kennst du das? Ja, ich war auch schon mal da. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann sind wir zum Kino gegangen. Da haben dann auch noch 4 andere Freundinnen auf uns gewartet. Das war nochmal eine extra Überraschung. Ja, das glaube ich. Wer war denn alles dabei? Luisa, Clara, Franziska und Amelie. Wer ist denn Amelie? Ach, das ist eine Freundin von Franziska. Sie kommt aus Paris und studiert dort an der Universität Germanistik. Sie will später mal Deutschlehrerin werden. Und welchen Film habt ihr dann angesehen? Das glaubst du nicht. Den neuen James Bond. Was? 6 Mädels gehen ins Kino und sehen James Bond? Ja, zuerst habe ich mir auch gedacht, na toll, das ist ja eine super Idee. Eigentlich mag ich solche Filme nicht so gerne. Ich mag lieber Komödien oder auch Dramen. Ach, ich nicht. Ich sehe mir schon gerne mal Actionfilme an. Und wie fandest du ihn jetzt, den Film? Super, ich habe mich sowas von amüsiert. Vielleicht auch, weil ich schon so lange nicht mehr im Kino war. Aber ich fand den Film wirklich gut gemacht. Das war klasse Unterhaltung. Der Schauspieler ist eh cool und die Musik hat mir auch sehr gut gefallen. Die anderen waren auch alle ganz begeistert. Und nach dem Film? Ja, dann wurde es noch besser. Wir sind in eine Bar gegangen. Da war auch Live-Musik und die haben Samba und Salsa gespielt. Oh, das ist ja genau das Richtige für dich. Ja, genau. Und dann war da so ein Paar, die haben so hervorragend getanzt. Ich habe mir ganz genau angesehen, wie die tanzen. Und dann? Na, dann fragt mich der Typ doch tatsächlich, ob ich auch tanzen möchte. Oh je, habe ich gedacht. Ich tanze ja gerne, aber der Typ war ein Profi, das habe ich gleich gesehen. Und so viele Leute haben ihm und seiner Partnerin zugeschaut. Und dann haben alle auf mich geschaut. Puh, da war ich echt nervös. Aber irgendwie hat er mich überredet. Und dann ging es richtig gut. Er konnte so gut führen, das war wirklich ein Traum. Und haben alle auf euch geschaut? Ja, meine Freundinnen natürlich sowieso, aber auch die anderen. Aber wie gesagt, es hat wunderbar geklappt. Er hat mir dann erzählt, dass er eine Tanzschule hat und Tanzlehrer ist. Kein Wunder also. Und? Hat er dich gleich zu einem Tanzkurs eingeladen? Naja, ein bisschen Werbung hat er natürlich schon gemacht. Ich weiß noch nicht. Vielleicht mache ich einen Kurs. Er war nämlich echt nett und konnte wirklich perfekt tanzen. So, so. Sag mal, hättest du nicht Lust, einen Salsa-Tanzkurs zu machen? Ich? Ich weiß nicht so. Du, ich muss jetzt auch los. Kann ich mir das nochmal überlegen? Klar, überleg es dir in Ruhe. Macht echt Spaß. Wir könnten auch einfach mal eine Probestunde machen. Dann siehst du ja, ob es dir gefällt. Okay, das machen wir. Tschüss, ich ruf dich an. Ciao. Aussprache. Übung A. 1. Er geht gern ins Theater. 2. Ich habe Lust auf Kino. 3. Wir gehen abends essen. Aussprache, Übung B. 1. Hat Martin die Nachtwächter-Tour in Zürich gemacht? Hat Martin die Nachtwächtertour in Zürich gemacht? 3. Hat Martin die Nachtwächtertour in Zürich gemacht? 4.
Hat Martin die Nachtwächtertour in Zürich gemacht?